Die Radhelm-Aktion Sicheres Köpfchen ist seit 25 Jahren eine Erfolgsgeschichte. Selber in die Schule fahren, das ist für die meisten Kinder ein Erlebnis. Gut geschützt durch einen Helm macht es noch mehr Spaß. Jedes Kind mit einem Radhelm ist ein Gewinn und soll die Jungen auch ermutigen, selber den Schulweg anzutreten. Dass man eben nicht nur sich von den Eltern bringen lässt, von Haustüre zu Haustüre, nicht nur, weil man sie sportlich betätigt, sondern auch, weil es in weiterer Folge dann wesentlich sicherer ist, weil irgendwann die Jungen natürlich dann eigenständig im Verkehrsgeschehen unterwegs sind und dort natürlich diese Erfahrungen auch brauchen können in ihrer Jugend und Kindheit. Ich muss ungefähr 1 Kilometer oder so fahren, also einen halben oder so. Und ja, aber es ist auch ein bisschen gefährlicher, weil da ist so eine Kreuzung und da fahren sehr viele Autos beim Morgenverkehr. Das macht Spaß, außer wenn es regnet, weil dann spritzen dich alle Autos an, dann wärst du immer so ganz nass und dann. Aber wenn dann die Sonne scheint in der Früh und es wärmer ist und halt nicht regnet, dann ist es besser. Wir machen das seit 25 Jahren, weil uns einfach die Kinder wichtig sind und weil man in dem Alter den Grundstein dazu legt, um einmal ein tüchtiger Verkehrsteilnehmer zu werden. Wir haben in dieser Zeit über 50.000 Helme an Salzburger Kinder abgegeben und wir wissen, dass es einfach sehr von den Eltern und von allen, die beteiligt sind, angenommen wird und das freut uns. Uns als allgemeine Unfallversicherung, die wir zuständig sind für die Schülerunfallversicherung, ist es uns natürlich ganz wichtig, Projekte zu finden und auch Projekte mitzufinanzieren, in denen die Sicherheit der Kinder im Vordergrund steht. Die Kinder in Pasch hier von der Volksschule haben gestern die Radfahrprüfung bestanden. Können Sie sich noch an Ihre erinnern? Ich kann mich tatsächlich nur erinnern, bei mir war das in der Volksschule Viehhausen. Ich kann mich erinnern, das war ein ganz anspruchsvoller Weg eigentlich, weil natürlich es da keinen eigenen Radweg gegeben hat. Also man ist da entlang der Gemeindestraße natürlich unterwegs gewesen. Aber gut, mir ist noch nichts passiert und ich bin bis zum heutigen Tag ein leidenschaftlicher Radfahrer.